Guten Abend, freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Das Thema der Veranstaltung ist klar. Wir diskutieren anlässlich von 80 Jahren Novemberpogrome über die Zukunft der Vergangenheit, wenn man so will, und wollen in zwei inhaltlichen Blöcken hier heute diskutieren. Zum einen wollen wir über die Novemberpogrome selber sprechen und den historischen Kontext versuchen zu verstehen und vielleicht ein bisschen darüber auch diskutieren. Und in einem zweiten Teil wollen wir dann auf diese Zahl 1938, 2018 zu sprechen kommen und unterschiedliche Aspekte der Thematik damals, heute, mögliche Verbindungen, die Aktualität der Erinnerungspolitik diskutieren. Bevor ich jetzt die Diskutantinnen und Diskutanten vorstelle, möchte ich noch drei Dinge sagen. Das eine ist, es ist zu sehen, dass wir die Diskussion mitschneiden. Das ist für die Website vorgesehen, da werden jetzt keine Publikumsbilder entstehen. Insofern hoffe ich mal, dass das okay ist. Der zweite Punkt ist, ich möchte Sie alle bitten, sich vorne einzutragen in die Teilnehmerlisten. Das ist immer für uns wichtig für die Dokumentation. Und der dritte Punkt ist, ich halte hier mal das eine Buch in die Luft. Wir haben also auch ein paar Bücher und Broschüren vorne ausgelegt, die Sie kostenfrei mitnehmen können, unter anderem dieses, an dem ich selber mitgemacht habe, über die radikale Rechte an der Regierung, also ein sehr aktuelles Thema, wo es in Aufsätzen zum Beispiel über die Türkei, Ungarn, Polen, Österreich oder auch Norwegen und Dänemark darum geht, wie das denn aussieht, wenn jetzt die radikale Rechte hier in Europa immer öfter mit an der Regierung ist oder sogar die Regierungsgeschäfte führt. Aber last not least möchte ich natürlich dann doch das Podium vorstellen und ich fange mal zu meiner Linken an. Haben wir Dr. Frank Mecklenburg vom Leo-Baeck-Institut in New York. Dann haben wir die hier im Hause sicherlich gut bekannte Petra Pau, Mitglied des Bundestages für Die Linke und auch vorher schon für die PDS. Und last not least haben wir Sandra Wachtel, die unter anderem arbeitet in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Dabei würde ich es der Vorreden jetzt erstmal belassen. Wir hatten das hier so vereinbart, dass wir anfangen mit dem historischen Kontext der Situation in 1938. Dazu gebe ich jetzt gleich Frank Mecklenburg das Wort. Nur noch kurz den Hinweis, wir fangen überpünktlich an, weil wir auch pünktlich aufhören müssen, weil es noch Anschlusstermine gibt. Da wollte ich nur kurz darauf hinweisen, sodass Sie, dass ihr auch wisst, dass wir relativ zeitig um 18.30 Uhr plus minus wirklich nur ganz wenige Minuten dann auch aufhören müssen. Einzelne werden sicherlich noch für Gespräche zur Verfügung stehen. So viel der Vorrede, dann würde ich dich bitten, Frank, dass du den Aufschlag machst. Gut, ich rede nicht frei, sondern ich habe erstmal einen kleinen Beitrag vorbereitet und lese deshalb ab. Wenn wir die 1938er Novemberpogrome als Ausgangspunkt unserer Betrachtung nehmen, dann können wir sowohl vorwärts als auch rückwärts gehen. Vorwärts, indem wir heute deutlich sagen können, dass Kristallnacht ein, wenn nicht sogar in gewisser Hinsicht der Wendepunkt war, an dem der Holocaust seinen Anfang nahm. Also im zivilisierten Deutschland und nicht wie in den traditionell antisemitischen Ländern wie Polen, Russland oder auch Frankreich, wenn wir an die Dreyfus-Affäre denken. Und dass in Deutschland mit der Kristallnacht jüdische Kultur beendet wurde, die Symbolmacht der Zerstörung der Gotteshäuser der Juden war überdeutlich. Andererseits möchte ich dem jedoch eine andere Betrachtungsweise vorschlagen. Wie sah das im Moment des 9. oder 10. November 1938 aus? Die Ereigniskette, die zu Kristallnacht führte, geht über den Anschlag auf den deutschen Konsularbeamten von Rath in Paris, zur Ausweisung polnischer Juden im späten Oktober,
der Besetzung des Sudetenlandes, dem Münchner Abkommen, der Drohung Deutschlands, die Tschechoslowakei zu überfallen, geht zurück zur Konferenz von Evian Mitte Juli des Jahres, zurück zu den Massenverhaftungen im Juni und bereits im April unter dem Motto Arbeitsscheue, zurück zum 12. März mit der Besetzung Österreichs und noch einen Schritt weiter zurück mit der Drohung der rumänischen Regierung, eine 500.000 Juden auszuweisen. Das war im frühen Januar 1938. Ich möchte die Dynamik und Eskalation der Ereignisse von 1938 aufzeigen, die sich bis zum 9. November entwickelte, um so deutlich zu machen, von welcher Situation die Juden, vor welcher Situation die Juden Mitteleuropas standen, ohne wissen zu können, was in den Folgemonaten und Folgejahren geschehen würde. Inzwischen wissen wir mehr oder minder gut, dass die Ermordung von Juden mit dem Überfall Polens sofort begann, nicht in dem Ausmaße wie im weiteren Verlauf des Krieges, aber dennoch, polnische Synagogen gingen bereits im September in Flammen auf, zumal das mit den hohen jüdischen Feiertagen zusammenfiel. Aber ich will noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil es das Dilemma noch deutlicher macht, um dann auch zu verstehen, warum die Ereignisse des Jahres 1938 für die Flüchtlingssituation so entscheidend waren. Denn bis Ende 1937 waren nach fast 5 Jahren Nazi-Herrschaft ein Drittel der Juden Deutschlands ausgewandert. 135.000, davon 43.000 in das britische Mandatsgebiet Palästina, 50.000 in verschiedene Länder Europas, weiterhin nach Südamerika, nach Südafrika, nach Australien, natürlich in die USA. Aber in die USA hatten es gerade mal 15.000 Flüchtlinge geschafft. Die Einwanderungsbeschränkungen und mehr noch die wirtschaftliche Lage der USA, in der die USA waren, war sehr schlecht. Dass die USA nach dem Ende des Krieges die Hälfte der überlebenden deutschen Juden aufgenommen hatte, ist eine andere komplizierte Geschichte. Dennoch, wie gesagt, ein Drittel der deutschen Juden hatte es geschafft, bis Ende 1937 auszuwandern. Und nur um ein Beispiel zu nennen, der Hilfsverein der deutschen Juden, 1901 zur Rettung osteuropäischer Juden gegründet und unter den Nazis in Hilfsverein der Juden in Deutschland umbenannt, hatte 18 Beratungsbüros in Deutschland, 23 weitere Büros in Europa, 19 in Amerika, 3 in Afrika, 7 in Asien und jeweils 1 in Australien und Neuseeland. Und ich zitiere, Tag für Tag wächst die Dringlichkeit, jeden Tag kommen mehr als 1500 Leute in die Büros in Berlin und im Reich, um über ihre Immigrationspläne zu sprechen. So in einer Broschüre, die am 1. März 1938 von dieser Organisation herausgegeben war. Immigration war dringlich, war schwierig, aber sie klappte. Das änderte sich schlagartig mit dem Anschluss Österreichs weniger als 2 Wochen später. Auf einmal kamen zusätzlich 200.000 Juden ins Reichsgebiet. Die Botschaften und Konsulate in Wien schlossen sofort ihre Türen, was natürlich dazu führte, dass endlose Schlangen entstanden. Die Selbstmordrate unter Juden stieg dramatisch. Die Radikalität der Willkür aller Nazis und Antisemiten in Wien kannte keine Grenzen mehr. Und was in Altdeutschland 5 Jahre gedauert hatte und wohl kalkuliert Exzesse vermeiden wollte, das geschah in Österreich innerhalb von Stunden und Tagen mit bis dahin unbekannter Gewalt und Radikalität, die in Berlin sehr wohl wahrgenommen wurde, aber mit Erstaunen.
Das hatte es im Altdeutschland nicht gegeben bis dahin, beziehungsweise es war ein Spiegelbild der SA-Ausschreitungen in den ersten Monaten nach der Machtübernahme 1933 gegenüber den politischen Feinden der Nazis. Der 12. März 1938 war der wirkliche historische Umschlagspunkt, der aber nicht als Weltereignis gesehen wurde und wird es auch eigentlich immer noch nicht, sondern als nationales Ereignis in Österreich. In Deutschland wird Kristallnacht und in Österreich wird der Anschluss als das entscheidende Ereignis gesehen. Wenn man jedoch das Ganze aus der jüdischen Perspektive ansieht, dann war der Anschluss der Modellfall für bis dahin unbekannte, in einer nicht kriegerischen Situation eskalierenden Gewalt in einem westlichen Kulturland. Ein Einwurf muss gemacht werden: Da es keine freie Presse mehr gab, konnten diese Dinge nicht mehr so einfach berichtet werden. Die New York Times beispielsweise, ziemlich ahnungslos, sprach im April 1938 von einer unblutigen Einnahme Österreichs. Lediglich die einzige jüdische Nachrichtenagentur, die Jewish Telegraphic Agency, JTA, berichtete in ihren täglichen Bulletins ungeschönt und unzensiert über die täglichen Ereignisse in Wien und in Österreich. Man muss das lesen. Ich habe es getan und es hat mir die Augen für etwas geöffnet. Aber die Nachrichten erreichten doch einige Entscheidungsträger. US-Präsident Roosevelt rief zu einer Konferenz auf, um mit der Flüchtlingskrise umzugehen. Der Appell ging an die Regierungen der Welt und im frühen Juli 1938 trafen sich im französischen Kurort Évian-les-Bains am Genfer See Regierungsvertreter von 32 Staaten zusammen mit 40 Hilfsorganisationen, jüdischen und nichtjüdischen, und berieten, was zu tun sei. Das Ergebnis war die Errichtung eines Büros in London, das Anfang August eröffnet wurde, also sehr schnell, und bereits vor dem offiziellen Arbeitsbeginn wurde mit einigen Regierungen begonnen zu verhandeln. Und wiederum ein kurzer Blick zurück. Es hatte bereits in der Folge der Krise Anfang des Jahres in Rumänien den Ruf nach einer Konferenz gegeben, die im Rahmen des Völkerbundes im April in Paris stattfinden sollte. Dann jedoch von den Ereignissen im März in Österreich im Schatten der Geschichte verschwand. Evian war die einzige Konferenz auf Regierungsebene. Sie ergab, was geplant war, die Errichtung eines Büros in London, besetzt mit einem Direktor und einem Komitee mit Vertretern der beteiligten Länder. Treffen mit Regierungen in London und Paris wurden begonnen. Jedoch scheiterte dieser Versuch sehr schnell, denn nachdem die Regierung in Berlin angesprochen wurde und sich weigerte, in Verhandlungen über die Flüchtlingssituation einzugehen, kam es stattdessen zur Drohung, die Tschechoslowakei anzugreifen und, wie Österreich vorher, zu besetzen. Eine positive Initiative war gescheitert. Selbst unter den Umständen der Initiative des US-Präsidenten Roosevelt, die mit großen Erwartungen begleitet worden war. Evian wird in der Geschichtsschreibung durchgehend als gescheitert angesehen, aber man muss auch verstehen, warum diese Konferenz ohne fruchtbares Ergebnis endete, nicht notwendigerweise aus der Unfähigkeit der Beteiligten, sondern aus der unbeugsamen Haltung in Berlin. Man muss lange suchen, um in dieser Lage positive Beispiele des Handelns bezüglich der Flüchtlingssituation zu finden. Und wenn man sich das Jahr 1938 anguckt, wird man sehr wenige
Momente finden, wo es sozusagen positive Sachen gegeben hat. Wir wissen dann, dass die Bedrohung, dass die Drohung der Besetzung der Tschechoslowakei abgewendet wurde durch das Münchner Abkommen. Aber es war bereits allen Realisten klar, dass das keine wirkliche Lösung war und die Besetzung des Sudetenlandes war das abgemilderte Resultat. Nicht wirklicher Friede, wie die Parole verkündet hatte. Was dies für die Juden Mitteleuropas bedeutete, war ständige Verunsicherung. Ich kann hier nicht auf die einzelnen Tagesereignisse eingehen, aber es wird beim Lesen der Nachrichtenbulletins der Jewish Telegraphic Agency deutlich, dass die globale Situation für die Flüchtlingslagefrage eine enorme Rolle spielte. Ständig neue Beschränkungen von Visa- und Einwanderungsbestimmungen. Australien zum Beispiel schloss die Türen zu. Die USA hatte antisemitische Beamte im Außenministerium und in den diplomatischen Vertretungen, das notorische Konsulat in Stuttgart. Aber es gab dann auch widersprüchliche Stellungnahmen. Die autoritäre Regierung von Vargas in Brasilien zum Beispiel wollte nicht mit den Nazis gleichgesetzt werden und sah von der Deportation von Juden aus Deutschland, die Besuchervisas hatten, ab. Im Januar wurde von Jewish Telegraphic Agency berichtet, dass zwischen 800 und 1000 Juden aus Deutschland betroffen waren, die nicht nach Deutschland zurückgeschickt wurden. Es gab also in der Situation immer wieder Hoffnungsschimmer, jedoch die Situation nach dem 12. März wurde immer katastrophaler. Was nun offiziell zum 9. November führte, war eine Konsequenz der Polenausweisung Ende Oktober. Die polnische Regierung bzw. das Parlament hatte bereits im Frühjahr verabschiedet, dass Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit, die in den vergangenen 5 Jahren nicht in Polen gelebt hatten, nicht mehr als Bürger des Landes anerkannt wurden. Und mit der Ausweisung aus Deutschland in einer Situation landeten, die in jeder Beziehung unhaltbar war. Die Ausgewiesenen saßen in einer Grenzzone zwischen Deutschland und Polen fest, konnten weder hin noch zurück. Und in den deutschen Geschichtsbüchern wird immer von den 17.000 polnischen Juden gesprochen, was jedoch falsch ist, denn zu den 17.000 polnischen Juden im deutschen Reichsgebiet vor dem 12. März war nach dem Anschluss Österreichs eine größere Zahl polnischer Juden hinzugekommen, die im ehemaligen Österreich lebten. Die weiterhin national orientierte Geschichtsschreibung vermittelt somit falsche Bilder und verschleiert die wirkliche Dramatik der Lage. Um nun zum 9. November zu kommen, wo über 250 Synagogen zerstört wurden, 30.000 Männer in KZs eingesperrt wurden, 7.500 Geschäfte und Heimstätten zerstört wurden, Leute ermordet wurden, Zahlen und Umstände, die dann endlich weltweites Entsetzen produzierten, denn die diplomatischen Vertretungen in Deutschland berichteten sehr detailliert darüber an ihre Regierung und die Zeitungen waren endlich weltweit voll mit diesen Ereignissen. Im November war dann also die Schwelle erreicht, wo ein Punkt ohne Umkehr deutlich wurde. Wir sehen das an den Korrespondenzen in den Archiven des Leo Beck-Institutes. Vor dem November waren die jungen Leute ohne Berufsaussichten, die auswanderten. Nach dem November war es auch endlich den Veteranen des Ersten Weltkriegs klar, dass das 1934 oder 1935 verliehene Ehrenkreuz für Kriegsveteranen sie nicht schützen würde. Allerdings, was dann folgen sollte, das war nur
den weitsichtigsten Propheten eingegeben, sozusagen um mit Heinrich Heine zu sprechen, beziehungsweise ein Lichtblick, wenn man es so nennen will, war Kindertransport. 10.000 Kinder und Jugendliche wurden mit Genehmigung der britischen Regierung nach England hereingelassen, sehr schnell nach den Novemberpogromen, mit dem ersten Transport bereits am 1. Dezember 1938. Also Kristallnacht setzte neue Maßstäbe, aber in der Rückschau war es eher eine verschärfte Eskalation der Ereignisse des 12. März, würde ich behaupten. Es bedurfte erst der Wiederholung, um den wirklichen Ernst der Lage zu demonstrieren, was die Flüchtlingssituation damit jedoch nicht realistischer gesehen wurde und zu positiveren Lösungen führte. Das war die Verschärfung, die uns heute Sorgen machen sollte. Das war jetzt eine ganze Menge, aber das passiert halt, wenn man einen Historiker den Sachen auf den Grund gehen lässt. Ich würde aber doch noch mal gucken, bevor wir in den nächsten Themenbereich einsteigen, ob wir das noch mal hier auf dem Podium ein bisschen weiten können. Ich muss gestehen, ich habe auch ein bisschen die von dir als deutsch klassifizierte Sichtweise gehabt, stärker auf den 9. November geguckt habe als auf den 12. März. Und mich würde einfach mal interessieren, wie das bei euch gewesen ist. Stimmt, den 12. März hatte ich nicht im Fokus. Aber ich habe jetzt den Vorteil, dass ich in den letzten Tagen auf mehreren Veranstaltungen gebeten war, mit Grußworten mich einzumischen und das in den nächsten Tagen auch tue. Unter anderem letzte Woche auch im Zentrum Judaicum zur Polen-Aktion und am nächsten Donnerstag, also jetzt in dieser Woche, auf einer erstmals meines Wissens stattfindenden Veranstaltung der Kassenärztlichen Vereinigung, die sich ihrer Geschichte und ihrer Schuld, also der Vorgängervereinigung, was die Ausgrenzung, Entrechtung jüdischer Ärzte oder überhaupt Mediziner stellt. Und wenn ich mir das alles ansehe, dann ist diese Dramatik der Eskalation, der Entrechtung, der Ausgrenzung, der Diskriminierung von Jüdinnen und Juden beginnt von Januar 1933 bis zum 9. November und dann mit der weiteren Geschichte. Ja, einerseits eine dramatische Situation für die betroffenen Jüdinnen und Juden. Klar, die Existenz sozusagen oder die Grundlage der bürgerlichen Existenz wurde ihnen an jeder Stelle genommen. Aber gleichzeitig, und das ist mir bei der Draufschau nochmal deutlich geworden, dass das natürlich auch ein sehr kalkuliertes Vorgehen war. Am Beispiel der Ärzte, schon 1933 durften sie nicht mehr Deutsche, die nicht jüdisch waren, behandeln. Und wenn ich mir das ansehe, also die Stellung von Patientinnen und Patienten zu ihrem Arzt oder ihrer Ärztin ist ein absolutes Vertrauensverhältnis, beiderseitig. Und die Mehrheit hat es nicht nur geschehen lassen, sondern hingenommen, dass also 1933 schon erklärt wurde, Juden dürfen nicht mehr als Arzt gegenüber anderen an dieser Stelle praktizieren. All die anderen Maßnahmen der Ausgrenzung waren auch immer ein Test, wie weit die Bevölkerung das hinnimmt. Das kam mir jetzt gerade auch in den Sinn, als über die überraschende Reaktion in Österreich dann geredet wurde. Und da war, glaube ich, der 9. November dann dieser Punkt, wo auch im, wie hast du gesagt, Altreich, der Hebel endgültig umgelegt wurde, was die Eskalation betraf, weil man war sich sehr sicher, dass es möglich ist. Und das wäre jetzt mein letzter Punkt. Die Kindertransporte wurden gerade angesprochen, weil wir reden ja nachher auch über Aktuelles. Also 2 Tage hat das britische Unterhaus diskutiert, beschlossen und 2 Tage später fuhr der erste Zug mit Kindern, jüdischen Kindern, los. Das heißt, politische Verantwortung wahrnehmen, man kann vieles kritisch betrachten, sich einer Situation stellen, auch als Parlamentarier, dann
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen und natürlich auch als Mitglied einer Regierung und das dann auch umzusetzen, und zwar unverzüglich. Ich finde, das ist etwas, was wir uns, also meine Zunft, aktive Politikerinnen und Politiker, aber wir alle auch als engagierte Bürger, doch noch mal verdeutlichen sollten, gerade in auch der zugespitzten gesellschaftlichen Situation, in der wir hier sind. Das hat nämlich was mit Haltung zu tun und stehen dann auch zu seiner Entscheidung. Ja, Sandra, vielleicht auch an dich nochmal. Wir haben ja in der Ankündigung schon geschrieben, dass mit dem 9. November der Übergang von einer Politik der Diskriminierung zu einer Politik der systematischen Verfolgung sich vollzog. Würdest du das auch stark an dem 9. November festmachen oder im Sinne von Frank vielleicht besonders auf 1938, Anschluss Österreichs beziehen? Wie ist da deine Wahrnehmung? Also zuerst einmal muss ich sagen, dass, also man hört es vielleicht auch heraus, ich selbst komme ja aus Österreich, das heißt, mir persönlich ist natürlich sozusagen tatsächlich der 12. März, der ist mir näher. Nichtsdestoweniger muss ich sagen, wie ich es als Schülerin erlebt habe in den 80er Jahren, und das war ja dann natürlich ein wichtiges Datum auch, man musste sich schon sehr viel noch zusätzlich informieren, um tatsächlich die Tragweite sozusagen zu erfassen, was das bedeutet hat. Es war der Anschluss, aber es wurde, also sofern ich mich erinnern kann, und wir sprechen von Schule damals, es wurde nicht besonders eingegangen auf die dramatische Wendung dann der Jüdinnen und Juden in Österreich. Und wir sprechen wirklich von diesen Bildern, die ich danach, weil mir das keine Ruhe gelassen hat, mir selbst sozusagen erarbeiten musste, der Straßen säubernden Jüdinnen und Juden mit den Zahnbürsten nämlich, was man sie gezwungen hat, also was für eine Erniedrigung. Hier, die ich jetzt seit 20 Jahren in Deutschland lebe und arbeite, würde ich tatsächlich sagen, in der Arbeit wiederum sehr viel mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, würde ich jetzt aber dennoch sagen, dass die Ereignisse im März 38, die werden sozusagen, das ist tatsächlich ein österreichisches sozusagen Phänomen, aber hat eigentlich keine Auswirkungen, wird nicht sehr wahrgenommen als sozusagen Voraspekt. Da ist es dann hier tatsächlich die Pogromnacht. Und wenn ich jetzt auf die ein bisschen näher eingehen darf, mein Empfinden ist, wenn ich Rundgänge mache oder Führungen dann zur Pogromnacht 1938, und ich bin immer wahnsinnig neugierig, was Leute wissen. Ich frage immer, ich bin immer im Gespräch. Bei mir gibt es keinen Vortrag, keine klassische Führung. Dann wird fast ausschließlich eben nur erzählt von den brennenden Synagogen. Und das heißt, was sozusagen als Bild bei den Menschen sehr häufig existiert, ist mit dem Novemberpogrom 1938 sozusagen vor allem ein Angriff auf das deutsche religiöse Judentum. Und das stimmt zum einen nicht, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe Judaistik studiert, eine Synagoge ist nicht ausschließlich das Haus des Gebetes, Bet Filah, sondern es ist Haus des Lehrens, Bet Midrash. Und es ist Haus der Versammlung, Bet Knesset. Das heißt, damit gehen wir eigentlich, finde ich, auch noch weiter, dass auch jene, es waren alle Juden damit sozusagen, nicht rein nur die religiös-jüdischen Deutschen, die, auf denen es ein Angriff war. Und du hast das vorher sehr gut gesagt auch, das wird sehr häufig kaum wahrgenommen. Es sind Geschäfte zerstört worden. Es sind damit Lebensgrundlagen zerstört worden. Es muss ein unglaublicher Vandalismus geherrscht haben. Also die Berichte Hamburg, wo man da das Modehaus Robinson, die hatten am nächsten Tag keine Waren mehr. Da waren diese schweren Holzverkaufstische aus dem zweiten Stock runtergeworfen worden und ähnliches.
Und wenn ich dann zum Beispiel immer wieder versuche, deutlich zu machen, es war nicht ausschließlich ein Angriff auf Häuser, Objekte, Hab und Gut, sondern es sind Menschen ermordet worden, dann habe ich schon ab und an gehabt, dass mir jemand gesagt hat, naja, waren Leute in der Synagoge, hätten es doch rauslaufen können. Da sind Menschen in die Wohnungen eingebrochen und haben sie erschlagen. Oder Menschen auch, und diese Zahlen haben wir meines Wissens gar nicht, die sozusagen durch diese Erlebnisse des November-Pogrom so traumatisiert waren, dass sie nicht mehr gesprochen haben und dann einige Wochen, Tage später einen Herzinfarkt bekamen und starben. Du hast diese 30.000 Männer, die dann in die Konzentrationslager gebracht worden sind. Das ist auch etwas, was häufig nicht in Zusammenhang gebracht wird sofort mit diesem November-Pogrom. Also mir ist es zu kurz gefasst tatsächlich, wie es noch, welchen Stellenwert es in der Gesellschaft hat. Ich glaube, da haben wir tatsächlich noch einen Auftrag. Ja, du hast es ja jetzt auch schon ein bisschen geweitet. Richtigerweise, dass es eben nicht darauf zu reduzieren ist. Frank hatte das auch schon angedeutet, aber es stimmt, dass natürlich im Geschichtsunterricht, sag ich mal, das natürlich anders verhandelt wird. Dann kenne ich mich im Österreichischen nicht so gut aus, aber das mit dem ersten Opfer Hitlers und so, das kennen wir schon, ein bisschen die Lebenslüge ist. Das soll aber nicht ablenken von der deutschen Situation, sondern nur ergänzend dienen. Dann gibt es ja auch noch den Streit, das will ich vielleicht noch kurz anspielen, um die allein schon die begriffliche Auseinandersetzung damit, weil in dem Begriff Kristallnacht ist ja im Grunde schon mit drin, ist ja auch ein Begriff, der lanciert wurde von den Nazis, dass es eben um die Geschäfte ging und dass die Juden und Jüdinnen, dass die eben so reich waren, dass das Kristall überall hing und dabei gewissermaßen zu Bruch ging. Und da gibt es ja dann auch immer wieder Diskussionen, die mir zum Beispiel in New York gar nicht begegnet sind, wo das, glaube ich, distanzierter der Begriff als eine neutralere Beschreibung gesehen wird. Oder siehst du das anders? Ich meine, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man sich das anguckt, nicht? Und also unter Juden Kristallnacht ist nun mal der dramatische, falsche, natürlich sozusagen tatsächlich, dieser verrückten Nazi-Ironie, nicht? Also die immer versucht waren, ironisch, aber es war nie lustig zu sein. Und nichts mehr gehasst haben, wenn man sich über sie lustig gemacht hat. Das wird natürlich so benutzt, aber es ist eben auch genau, also es ist immer die Frage der Spannung, die in dem Begriff ist, die in den Ereignissen ist. Und ich will auch kurz sagen, also die 30.000 Männer, die nach dem 9. November in die Konzentrationslager gingen, nach dem 12. März sind in mehreren Wellen Tausende von Männern aus Wien nach Dachau gekommen und sind dazu benutzt worden, um das Konzentrationslager Dachau zu erweitern, sozusagen schon in Hinblick auf das, was dann im November also passieren sollte. Nicht? Also ich denke, dass also die Dynamik des Ganzen mehr betont werden muss. Vielleicht noch eine Frage vor dem Übergang, dann doch noch, ist jetzt mehrfach beschrieben worden, wie praktisch, du hast es auch gesagt, Petra, wie praktisch das mit dem 30.01.1933 anfing und eigentlich sofort eine Welle von Maßnahmen kam, die zur Entrechtung von Juden in Deutschland führte, aber wie diese Politik im Grunde permanent verschärft worden ist, also nicht immer im gleichen Tempo, sicherlich in Wellen, aber permanent verschärft worden ist, vielleicht mit den Ausnahmen der 2 Wochen Olympiade 1936. Inwieweit ist klar, dass natürlich der 9. November auch in dieser Linie steht. Ist er denn da ein Ereignis, das vom Sachlichen her auch so herausragt, dass es das tut von der Rezeption und von der Wahrnehmung, ist ja ganz klar, weil die Gewalt so sichtbar war, dass natürlich das auch weltweit
entsprechend für Aufsehen gesorgt hat. Aber jetzt auf die historischen Kontext bezogen. Würdet ihr das auch so sehen? Also ich würde dennoch denken, dass das der markanteste Punkt ist, wo in dem Jahr 38, wie du es so schön, finde ich, dargestellt hast, für alle nochmal sichtbar wird, dass hier der Übergang tatsächlich stattfindet von der ohnehin schon grauenhaften Politik der systematischen Diskriminierung hin zur systematischen Verfolgung passiert. Ja, ich meine, was Petra angesprochen hat, ist eben, es waren kalkulierte Maßnahmen. Nicht? Und das Regime hat immer darauf geguckt, wie weit es sozusagen gehen kann. Und also die ersten Maßnahmen, Gewalt, unmittelbar nach dem 30. November, waren wirklich außer Rand und Band. Dann sind die sozusagen ermutigt worden, alles zu tun, was sich aufgespeichert hatte. Aber dann kam der April-Boykott, 33, und der hat nicht funktioniert. Die Bevölkerung hat nicht mitgespielt. Und das war sozusagen dann das Zeichen für das Regime, weil sie brauchten natürlich schon, also es ist immer die Frage auch des Konsenses. Nicht? Und kriegt man sozusagen die Bevölkerung dazu, wegzuschauen, mitzumachen, wie auch immer? Nicht? Ich, also als Historiker, ich muss natürlich an eine Sache erinnern und das ist irgendwie weitgehend verloren gegangen. Worüber die Herrschenden immer große Angst hatten, war, dass die Bevölkerung auftritt und sozusagen die Herrschenden aufknüpft. Das ist immer durch die Geschichte hindurch, jetzt hatten wir gerade 100 Jahre Matrosenaufstand in Kiel, nicht wahr? Damit hatte niemand gerechnet. Das ist die erste Vermeidungsstrategie und diese Kalkulation, wie weit kann man gehen, nicht? Das ist also der 9. November ist sozusagen das Signal, nicht? Aber wie gesagt, also der 12. März ist sozusagen das Ausprobieren der ganzen Sache. Ja, und vielleicht der 9. November auch das Signal, wie weit ist man nicht nur bereit, es hinzunehmen, was den Nachbarinnen und Nachbarn geschieht oder seinem Arzt oder so, inwieweit ist man auch bereit, sich daran zu beteiligen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also, du kannst das sicherlich besser, aber Historiker streiten über die Zahl, aber eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, aber jedenfalls, es gilt als gesichert, dass rund 500.000 Deutsche ganz unmittelbar dann beteiligt waren am Völkermord, an den europäischen Jüdinnen und Juden. Beim Transport bei der Erstellung der Listen, was weiß ich, aber die Reichsbahn bis hin zum Schluss dann die Ausplünderung der Leichen und so weiter. Das heißt, es ist nicht nur der Test, was nimmt man hin, wenn es einen nicht selbst betrifft, sondern inwieweit ist man dann auch bereit, sich an diesen Dingen zu beteiligen. Und da ist, glaube ich, schon der 9. November zumindest dann so eine Zäsur, auch im Umgang mit diesen Dingen. Genau. Das zeigt sich, finde ich, auch sehr gut, wenn man tatsächlich noch die Möglichkeit hat, mit Zeitzeugen zu sprechen oder eben Interviews. Weil wenn man sich Interviews ansieht mit damals im Deutschen Reich lebenden Jüdinnen und Juden, da wird häufig erzählt, da gingen so Risse durch die Familien, weil die Jüngeren teilweise das Gymnasium, also die Schule verlassen haben, das Gymnasium verlassen haben und gesagt haben, sie möchten hier nicht mehr bleiben und dann sozusagen auf eigene Faust oder sich schlau gemacht haben und dann über die Hachschara, über die Ausbildung sozusagen, wie heißt das, Berufe gelernt haben, die sie dann eben, weil die brauchte man, die benötigte man, wenn man nach Palästina gehen wollte. Und es, wie gesagt, in den Familien häufig diese Streitigkeiten gegeben hat zwischen den Eltern und den Kindern, dass man das auf gar keinen Fall machen dürfe, dass man das aussitzt, es wird wieder besser werden. Und dann allerdings nach dem Novemberpogrom, wie du vorher auch schon gesagt hast, da kippte es. Da war dann, also selbst wenn die Eltern gesagt haben,
sie werden Deutschland nicht verlassen, aus unterschiedlichsten Gründen, weil es ihre Heimat war oder weil es eben die Großeltern gab, wo klar war, die können nicht mehr weg, die schaffen das nicht und sie bleiben bei ihnen. Aber es gab sozusagen nicht mehr diese Diskussionen so stark oder diese Streitigkeiten mit den Kindern, die bereit waren zu gehen, sondern viel, viel mehr die Erlaubnis oder selbst der Versuch, sozusagen eben noch über die Auswanderungen ihre Heimat zu verlassen. Das darf man auch niemals vergessen. Also ich bin da auch immer sehr, sehr resolut, wenn Diskussionen mit den unterschiedlichsten Leuten beginnen, weil diese Frage immer so sehr schnell kommt. Warum sind sie nicht gegangen? Es war ihre Heimat. Sie waren Deutsche, sie fühlten sich. Ja, und wenn ich vielleicht dazu genau kann, es ist für die Leute damals sozusagen nicht vorstellbar gewesen, dass jemand, der 4 Jahre im Krieg gekämpft hat und Glieder verloren hat und immer noch die Kugel im Bein hatte, dass die Leute sozusagen von dem Land, für das sie eingestanden hatten, umgebracht werden. Das ist einfach, also ich meine, die Grundwährung sozusagen des Lebens ist irgendwie das Vertrauen darin, dass man miteinander leben kann. Und das ist zerstört worden, aber das konnte sich niemand vorstellen. Und wie gesagt, also 38 war der Anfang, nicht wahr? Also von all dem, was später kam. Ja, oder doch eine große, der Übergang oder die Eskalation, ne, die offene Eskalation. Ich würde jetzt auch denken, dass wir mal zum zweiten Teil übergehen, denn wir wollten einerseits gucken, was ist denn der Kontext, was ist tatsächlich da 1938 passiert und wie gehören die Ereignisse zusammen. Aber wir wollten auch gucken auf das, was nach meinem Dafürhalten viel zu selten gemacht wird. Was hat das denn jetzt aktuell mit unserer Gesellschaft, mit den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu tun? Denn natürlich erwächst daraus eine Verantwortung, das ist ja ganz klar. Aber abstrakt ist Verantwortung auch hohl. Man muss schon gucken, worauf sie sich konkret bezieht in der Gesellschaft und was die gesellschaftlichen Fragen angeht. Und wir haben da, ich habe da ein paar Fragen zu diesem Bereich. Da möchte ich mal jedem von euch 1 oder 2 Fragen stellen. Ich fange mal mit dir an, Petra. Wir sind ja jetzt konfrontiert mit einem Aufschwung der radikalen Rechten in Deutschland, Europa und der Welt. Und da ist natürlich die Frage, zum einen, wenn man auf Deutschland insbesondere guckt, Chemnitz, hier so das Beispiel gewesen, was besonders nochmal Aufmerksamkeit hervorgerufen hat und auch Erschrecken, weil im Unterschied zu vorher schien es in Chemnitz doch so zu sein, dass da nicht nur ein Haufen Nazis standen, was schon schlimm genug ist, sondern dass es Verbindungen gab und geradezu ein Bündnis mit Teilen des Bürgertums, der Mittelschichten, wie immer man das sagen will. Also dass es, und dass dieses Bündnis eben nicht daran scheiterte oder dass Nazis im Grunde den Takt und den Ton vorgegeben haben. Meine Frage an dich wäre, siehst du das auch so? Ja, wobei mich das nicht überrascht hat, muss ich sagen. Ich habe 2011 miterlebt, wie Professor Heidmeier von der Uni Bielefeld die Langzeitstudie deutsche Zustände vorgestellt hat, über 10 Jahre lang die Einstellungsentwicklung der Deutschen untersucht hat. Kurz gefasst war sein Befund damals schon 2011, lange bevor Pegida und wie die alle heißen auftauchten und lange bevor diese Bewegung auch im parlamentarischen Arm in Gestalt der Partei AfD entwickeln konnte, war sein Befund, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft nimmt zu. Das ist übrigens viel mehr als Rassismus. Das ist genauso Homofeindlichkeit, also Zyganismus und so weiter und so weiter. Eigentlich Hass auf alle, die vermeintlich in der sozialen Stufenleiter irgendwo unter einem stehen. Und das Zweite, die Akzeptanz von Gewalt zur Lösung vermeintlicher oder tatsächlicher gesellschaftlicher Probleme nimmt zu. Und dann gab es da noch so einen Nebenbefund, wo ich 2011 mich gefragt habe, mein Gott, was ist das? Er hatte damals schon attestiert, dass in der Gruppe der über 60-Jährigen die Akzeptanz der Gewalt
am meisten anstieg. Ich komme gleich noch mal kurz auf eine Erklärung. Professor Heidmeier hatte uns damals übrigens auch ein Stammbuch geschrieben, dass mögliche Ursachen neben vielen anderen Dingen die Ökonomisierung von allem Sozialen und die Entleerung der Demokratie ist und dass man als Demokratin und Demokrat gut beraten ist, darüber nachzudenken, was in dieser Gesellschaft passiert und wie auch hier damit umgegangen wird. Es ist keine Entschuldigung für irgendwas, für keine Gewalttat, für nichts, auch nicht für menschenfeindliche Einstellungen. Aber ich denke schon, wir haben Anlass, darüber nachzudenken. Das ist ja alles nicht vom Himmel gefallen, jetzt irgendwie an irgendeinem Wahlabend, sondern hat sich eben über Jahrzehnte entwickelt. So, und jetzt Sprung in die Jahre dann nach 2015 bis heute. Ich gestehe, als ich diese grundwütenden Bürger, nennen sie mal jetzt so, gesehen habe, die nicht nur Pegida zujubelten, sondern eben diesen Nazis, als was anderes bezeichne ich die nicht, die in Freital, aber genauso in Dortmund auf Geflüchtete, auf Demokratinnen und Demokraten, auf Polizisten, auf Journalisten losgingen, weil diese grundwütenden Bürger da Beifall zollten. Da wusste ich, was dieser Nebenbefund von Heidmeier mir sagen wollte. Die über 60-Jährigen werden nicht selbst losziehen und Gewalt anwenden. Sie heißen es aber gut, für gut. Dass andere es in ihrem Namen tun und auf diese Art und Weise übrigens die Grundlagen unseres Zusammenlebens zerstören und auch die Akzeptanz für das Thema Rechtsstaat und Gewaltenteilung und so weiter. Insofern ist das, also Mark Chemnitz mit den krassen Bildern, mit dem Überfall auf das jüdische Restaurant, was übrigens nicht der erste Überfall oder Übergriff war, sondern der wird berichtet von regelmäßigen Übergriffen, die bloß nie in die Öffentlichkeit in dieser Weise gekommen sind. Das mag jetzt ein Schlaglicht geworfen haben. Aber das können wir in Nord und Süd, in Ost und West in dieser Gesellschaft erkennen. Und eins muss uns auch klar sein. Es gibt nicht den Punkt, selbst wenn, was ich mir sehr wünschen würde, zum Beispiel auch die politischen Vertreter der demokratischen Parteien im Bundestag jetzt sagen würden, wir stellen mal ein paar andere Streitpunkte zurück und kümmern uns mal darum und stellen gemeinsam ein Stoppschild auf bis hierher und nicht weiter. Und wir stehen hier zusammen. Ist das nicht mit einem Punkt oder in kurzer Zeit zurückzudrehen, sondern ich glaube, da werden wir sehr, sehr viel zu tun haben. Und dann komme ich auf was zurück, was ich vorhin in der ersten Runde schon gesagt habe. Das erfordert von uns allen Haltung. Dass wir da auch uns in die Auseinandersetzung, damit meine ich nicht die körperliche Auseinandersetzung, begeben. Ich verlange von niemandem, dass er sich in Gefahr für sich selbst begibt. Aber Position zu beziehen und im Alltag das auch zu leben, auch für die Nachbarn da zu sein, darauf aufmerksam zu machen, was hier passiert, wenn beispielsweise Vertreter dieser Partei, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, fordern, dass man in Sachsen doch bitte alle Sinti und Roma registriert, also Listen anlegt, damit man dann weiß am Tag X, wo man sie findet. Oder die AfD mit ihren Denunziationsportalen für Lehrerinnen und Lehrer Listen anlegen will. Oder auch Journalistinnen und Journalisten erklärt, am Tag X werden wir euch aus den Redaktionsstuben zerren und so weiter. Und was passiert hier alles? Das sind alles Dinge, wo ich finde, da lohnt es sich wirklich zu schauen, was ist dort bis zum 9. November 1938 geschehen und was passierte danach, was wir eben diskutiert haben. Und wo ist der Punkt, dass wir jetzt wirklich das Stoppschild aufstellen und erklären, was mit diesen Dingen, die man immer alle also isoliert betrachtet, meinetwegen auch isoliert, skandalisiert, was damit eigentlich gemeint ist. Da geht es um sehr, sehr viel. Ja, danke. Ich habe ganz viele Nachfragen, aber das lasse ich jetzt mal. Wir wollen ja auch noch gleich für Fragen öffnen. Ich würde einfach mal mit der nächsten Frage weitermachen und dich mal ins Visier nehmen, Frank, nochmal. Du hast ja gerade die Flüchtlingsfrage in den 30er Jahren angesprochen und auch darauf hingewiesen, mehrere Beispiele, versuchte oder reale Alternativen zu der Abschottungspolitik, die doch damals sehr vorgeherrscht hat, was ja einen enormen Unterschied gemacht hätte und gemacht hat für die Juden in Deutschland und Europa. Bei den Gedanken, die du vorgestellt hast, poppen bei mir die
die ganze Zeit die Frage auf, wie kann man das denn in Beziehung setzen zu dem, was heute ist, wo wir ja auch eine Auseinandersetzung haben, sicherlich mit einem anderen Hintergrund und einem anderen auch Kontext, aber wo es auch darum geht, sind Gesellschaften aufnahmebereit? Sind sie aufnahmebereit für Leute, denen Verfolgung und Tod droht? Denn man könnte ja schon die These wagen, ich glaube, die ist nicht besonders gewagt, dass man sagt, dass dann im Grunde die Menschenrechte ja verloren gehen auf dem Weg. Würdest du da Parallelen ziehen? Durchaus, ja. Und zwar, dass also erstens mal in den 30er Jahren Menschenrechte, so wie wir sie kennen, es nicht gegeben hat. Die sind erst ein Ergebnis überhaupt dieser Zeit und des Holocaust. Das heißt, das Bewusstsein darüber hat sich schon verschärft, aber dass im Vergleich zu 1938 zum Beispiel wir heute in einer globalen Situation sind, wo wir nicht mit 500.000 oder 1 Million Flüchtlingen umgehen müssen, sondern global mit 65 Millionen. Und das sind, also das ist eben immer, wenn man anfängt zu zählen, jedes Mal kriegt man eine andere Zahl, nicht? Das sind wahrscheinlich sehr viel mehr. Und dass die Strategie sozusagen in den 30er Jahren dann mit Panik zu reagieren und alles zuzumachen, das ist dann so die schmale Version davon, wie man irgendwie das Problem angeht. Aber das löst natürlich nicht das Problem. Das Problem bleibt weiterhin bestehen und dann verschärft zu sagen, die Konsequenz daraus war Auschwitz. Wenn man sich also vorstellt, dass das anders funktioniert hätte und dass also jedes Land, es gab ja im Endeffekt 100 Länder, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Jedes Land hätte ein paar tausend, größere Länder mehr. Es wäre keine Schwierigkeit gewesen, diese 500.000 deutschen Juden aufzunehmen. Niemand wollte es, Antisemitismus und so weiter. Aber man kann sich natürlich fragen, was wäre passiert, wenn diese Aufnahme stattgefunden hätte. Und vermutlich wäre die Geschichte anders verlaufen, weil die Nazis haben eben immer probiert und zum Teil auch nicht kapiert, was sie da eigentlich selber tun und wohin das läuft, nicht? Und diese Situation, also das ist natürlich heute die Parallele dazu. Deutschland hat gesagt, wir nehmen 1 Million Flüchtlinge auf, was eigentlich die richtige Reaktion war auf die Flüchtlingskrise. Länder müssen sagen, okay, es gibt eine Flüchtlingskrise, wir wissen, wie das abläuft, wenn man sich nicht damit befasst. Deshalb müssen wir Leute aufnehmen. Es war sicherlich auch als Signal gesetzt, aber das Signal ist abgewiesen worden. Die USA sind mittlerweile völlig zu. Nicht? Es werden keine Leute mehr reingelassen, das klassische Immigrationsland. Nicht? Also sozusagen, wohin soll das führen? Aber wir wissen, es wird zu etwas führen. Nicht? Es geht nicht, das Problem verschwindet nicht. Also ich will auch das so vage lassen, das kann sich dann jeder seinen eigenen Albträumen weiter vorstellen. Nicht? Ja, das stimmt. Und man sieht auch ein bisschen das, was wir gerade über die 30er Jahre diskutiert haben, wo die Nazis systematisch an der Macht austesten, wie weit sie gehen können. Und wenn sie an Grenzen kommen, beim nächsten Mal dann doch den Schritt machen können. Das haben wir nach meiner Beobachtung jetzt auf der diskursiven Ebene von der globalen Rechten und natürlich auch in Deutschland, wo also auf der diskursiven Ebene immer wieder ausgetestet wird, Begriffe gesetzt werden, Diskurse versucht werden zu verändern und darüber das Bewusstsein verändert wird und eben letztlich auch die Gesellschaften. Aber vor allen Dingen auch, wie solche Kräfte ermutigt werden. Also diese Welle, also ich meine, ich habe natürlich weiß mehr, was in den USA passiert zurzeit, und es ist völlig klar, dass also all diese Dinge, die da passieren im Moment, sind das Ergebnis davon, dass bestimmte Leute sozusagen ermutigt werden und legitimiert werden, auch Dinge zu tun, über die sie vielleicht vorher nachgedacht haben, aber die sie nicht
durchgeführt haben. Und auf einmal, und ich meine, es ist auch nicht so schwer, nun daraus die Schlüsse zu ziehen, warum das also passiert. Ne? Ja, es gibt ja auch, ich meine, das, für das Diskursive gibt es natürlich auch institutionelle Unterstützung, wenn man sich die Rede von dem Maaßen ansieht. Da hat man natürlich im Grunde die ganze Palette schon mit dabei. Also es ist nicht so, dass das die da hinten in der Ecke sind und die, da können wir noch irgendwie ein Schild dran stellen oder so, sondern das hängt schon enger zusammen in dieser Frage. Ich wollte, Sandra, bei dir noch mal eine Frage stellen zur Erinnerungsarbeit, die ja nun wesentlicher Bestandteil antifaschistischer Politik ist und sein muss, die wir hier auch im Historischen Zentrum unter Leitung von Conny Domaschke betreiben, sehr intensiv, uns viel mit befassen. Du hast vorhin schon angesprochen, das Aussterben der Zeitzeugen und was das bedeutet für die Erinnerungsarbeit, das ist sicherlich ein Aspekt. Ich frage mich immer wieder und stelle dann auch gerne die Frage, was bedeutet der Aufstieg der radikalen Rechten und der AfD für die Erinnerungsarbeit? Also einerseits auf der Ebene der Gesellschaft, aber andererseits auch der Ebene der Leute, die in diese Gedenkstätten kommen. Seid ihr nicht auch auf einer anderen Ebene jetzt konfrontiert mit Positionen, die das in Abrede stellen oder die sich lustig darüber machen oder dergleichen? Ich sage jetzt mal so, das ist puh schwer zu beantworten, weil ich natürlich immer nur, also ich bin freie Mitarbeiterin dort, ich sammle sozusagen nicht all die Berichte von Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht jetzt schon sozusagen in der letzten Zeit erlebt haben, bei unserer festangestellten Gedenkstättenpädagogin. Ich kann jetzt tatsächlich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Also was ich tatsächlich mehrmals jetzt hatte in dieser kurzen Zeit, dass mehr Kontakt gesucht worden ist von Lehrkräften, die Gedenkstätte aufzusuchen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, auch wieder aus den persönlichen Gesprächen, dass sich da in den Klassen was abspielt, dass, wie das eben gesagt wird, also größeres Gewaltpotenzial oder vermehrt jetzt auch Ausgrenzung wieder. Also Versuch sozusagen, wie können wir damit umgehen? Was machen wir jetzt damit? Und man ist ja, und das ist eben die Schwierigkeit, wie sollen Lehrkräfte mit dieser Situation jetzt umgehen? Also sie haben auch jetzt eine noch einmal zusätzlichen Problemfeld, neben dem tagtäglichen mit dem Unterricht, mit den Schülern, diese politische Situation, weil das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Jugendlichen. Natürlich gab es von Seiten der Gedenkstätte auch, klar, man muss sich überlegen, wie geht man um, wenn tatsächlich dann auch sozusagen angemeldete politische Parteien kommen sollten. Ich finde es immer wichtig, aber auch deutlich zu machen, dass das, wir sind zwar vielleicht an dem Ort mehr konfrontiert mit dieser Situation, aber es kann nicht sein, dass es dann unser Problem alleine ist, sondern also ich finde das immer so ein bisschen schwierig mit dem Bildungsauftrag, der steht eben nicht ausschließlich bei Schulen, bei Universitäten, bei Museen, Gedenkstätten, sondern bei der gesamten Gesellschaft. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Deshalb will ich tatsächlich, also ich versuche eher immer erst recht nochmal in Gesprächen, und da kann ich tatsächlich sagen, mit Erwachsenen, dass auf der einen Seite sind mehr Besucher gekommen zu Veranstaltungen, auf der anderen Seite gab es aber auch mehr Streitigkeiten unter den Besuchern, weil da sozusagen zwei Lager aufeinander dann knallten. Auf der einen Seite diejenigen, die versuchten deutlich zu machen, damit ist jetzt wirklich mal Schluss, und wenn der letzte Zeitzeuge jetzt aber auch tot ist, dann ist jetzt auch das Thema der Shoah vorbei. Wortwörtlich, sinngemäß.
Und bevor ich noch reagieren konnte, taten das andere. Und das ist gut. Und versuchen zu unterstützen. Also ich glaube, wir sind tatsächlich, wir müssen mehr noch geben, Handreichungen, wie kann man gegen so politische Statements vorgehen, weil die Situation wird zunehmend sein wahrscheinlich, dass das im Privaten ist, bei Freunden, in der Familie womöglich. Und da sind wir tatsächlich, ja, das wird auch eine Aufgabe von uns sein. Wie können wir da helfen? Was können wir anbieten, noch zusätzlich zu reinen, sozusagen Arbeit in den Gedenkstätten, damit eben andere sich auch ein bisschen mehr gerüstet fühlen, in diese Diskussion zu gehen und dann eben tatsächlich aufzustehen und zu helfen, mitzuhelfen. Weil also, um das damit sozusagen abzuschließen, man könnte ganz, ganz viel sagen, wie arbeiten wir mit Jugendlichen, mit jungen Menschen, was müsste man noch machen? Auf die Frage, die immer wieder gestellt wird, ist dieses, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun, deutlich zu sagen, das hat mit uns allen was zu tun. Es geht um Demokratie und natürlich, Gott sei Dank, wir leben, ich sage nicht alle, aber sehr viele von uns leben schon seit langer Zeit sozusagen in Freiheit, in einer Sicherheit. Aber es ist eben nicht, wir können nicht davon ausgehen, dass es tatsächlich bis zu unserem Lebensende oder bis zum Lebensende unserer Kinder und Enkelkinder so bleiben wird. Also wir müssten was aktiv tun. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Es gibt dann ja auch noch das Phänomen der antisemitischen Judenfreunde, ne? Wir jetzt hier haben, beispielsweise bezogen auf die AfD. Aber da gibt es viele andere Flamsbelange, diverse andere Gruppierungen. Vielleicht können wir da gleich nochmal darauf zurückkommen. Sonst würde ich natürlich jetzt noch ein bisschen, noch zwei, drei Fragen haben, nochmal zur Politik und zur Strategie in der Gegenwart. Wir haben ja einige Bereiche angesprochen, auch diverse Parallelen erkannt, die bestehen. Ich stelle mir oft die Frage, und ich weiß, dass sie sehr allgemein ist, und ich erwarte jetzt auch keine komplette Antwort darauf, aber es knüpft ein bisschen an das, was du gerade gesagt hast. Wie kann man jetzt dem Aufstieg der Rechten entgegenwirken und ihn stoppen? Was ist die richtige Strategie? Also sicherlich zum einen das, was du sagst, dass man gucken muss, dass klare Grenzen gezogen werden, Stoppschilder aufgestellt werden. Aber es berührt zum Beispiel auch die Frage, also von bestimmter Politik, und es berührt sicherlich auch die Frage, ja, wer da zusammengeht. Und da werden mir persönlich sehr oft zu schnell die Grenzen gezogen, mit wem man dann gleich schon wieder nicht kann. Und da würde ich mal die Frage in die Runde werfen, wie geht euch das? Du kannst ja anfangen. Ja, ich möchte noch mal zurückkommen auf das, was ich vorhin erzählt habe, zu der Studie von Heidmeier aus dem Jahre 2011. Und seinem Angebot, was die Ursachen unter anderem sind. Wir erinnern uns, die Ökonomisierung von allem Sozialen und die Entleerung der Demokratie. Man könnte auch im Politikersprech sagen, neoliberale Politik. Und ich vertrete ja die Linke, jetzt die parteipolitische Linke. Aber ich würde mal sagen, dass die Frage stellt sich auch für die gesellschaftspolitische Linke. Nehmen wir das als Ursache, dann müssten wir uns politisch aufstellen gegen alle, die Vertreter dieser neoliberalen Politik sind. Das bringt uns aber in ein Dilemma. Dann würden wir nämlich von CDU, CSU, also meine AfD ist klar und Nazis und überhaupt, dass wir mit denen am Hut haben und da klare Kante zeigen, ist klar. Aber das würde heißen, von CDU, CSU bis zu den Grünen oder der SPD an vielen Stellen, Stichwort Agenda 2010, sich gegen sie aufzustellen.
Aber das funktioniert nicht. Ich habe die Denkaufgabe auch nicht zu Ende bisher geklärt. Das funktioniert nicht, wenn wir das Stoppschild aufstellen wollen und wenn wir gesellschaftliche Entwicklung auch wieder in eine andere Richtung bringen wollen. Dann wird es wohl nötig sein, ganz breit auch sich zu verbünden zu diesen Fragen. Ich mache es mal an einem Beispiel, wie ich es erlebt habe, auch im vergangenen Jahr schon und übrigens schon im Jahr 2013, als hier in Berlin die allererste Nein zum Heim-Bewegung bundesweit in meinem Wahlkreis in Hellersdorf gegründet wurde, also auch lange bevor die vielen Flüchtlinge kamen. Da haben Monika Grütters von der CDU, die Staatsministerin, und ich, wir treten seit vielen Jahren gegeneinander zu Wahlen in meinem Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf an, schon 2013 gesagt, wir versuchen den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu machen, wir zwei sind aus guten Gründen in unterschiedlichen Parteien. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen und auch Antworten auf die anstehenden Fragen. Völlig klar. Und dazu streiten wir auch. Aber nie so, dass wir uns gegenseitig persönlich herabsetzen, verletzen oder sonst irgendwas, sondern so, dass wir da, wo wir übereinstimmen oder wo wir sagen, hier muss eine Grenze gesetzt werden, dass wir dann an dieser Stelle auch gemeinsam streiten können. Und insofern ist es dann auch keine Überraschung, dass wir beide jeweils in unseren Parteien auch dafür stehen, zu sagen, man darf denen nicht hinterherlaufen und man darf denen auch, den Rechten meine ich jetzt, und denen auch keinen Spielraum geben, weil im Zweifelsfall wird von denjenigen, die diese Positionen teilen, das Original gewählt. Und nicht, wie wir es gerade gesehen haben, die CSU oder die CDU oder meinetwegen, also auch solche Debatten gibt es ja auch in der Linken, gelegentlich, wie man mit bestimmten Fragen umgeht oder welche Schwerpunkte man entsprechend setzt. Ja, auch nicht die Linke wird gewählt, sondern wir müssen an der Stelle klar in unserer Haltung sein und auch ganz klar unsere Positionen entwickeln. Das gibt noch nicht die Antwort auf das Dilemma, was ich da angedeutet habe, aber ich glaube, nur so werden wir überhaupt die Demokratie und auch den Umgang miteinander entsprechend wieder auf, ja, ich sag mal, zivilisatorische, auf ein zivilisatorisches Niveau bringen. Ansonsten barbarisiert sich das immer weiter, so wie wir das erleben. Also nicht nur die Sprache, das, was gesagt werden kann, was geschrieben werden kann, was neuerdings Behördenchefs so treiben, das muss man sich ja alles mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja nicht nur der nun heute endgültig in den Ruhestand verabschiedete Präsident eines Bundesamtes, sondern das hat ja auch insgesamt was mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun. Aber es ist wesentlich niedrigschwelliger, weil ich einfach in einem ganz anderen Kontext tätig bin. Aber du hast was total Wichtiges gesagt. Es beginnt immer erst mit der Sprache. Also Sprache ist ganz, ganz wichtig. Das ist jeden Tag, jeder von uns spricht, kommuniziert. Und wenn ich arbeite, dann mache ich auch immer deutlich, wie während der Zeit des Nationalsozialismus Sprache verwendet worden ist, weil das führte einfach ganz, ganz deutlich, wenn wir uns ansehen, sogar Zeitungsartikel, wo gesprochen wird von dem Ungeziefer oder dem Abschaum und dann gebe ich meinen Schülern diese Texte zu lesen und die sagen zuerst, dass, da geht es da echt, es gab so viele Mäuse in Hamburg früher und erst wenn sie das dann lesen, merken sie, oh, da geht es tatsächlich um Roma und Sinti. Und das kann man, finde ich, jetzt sehr wohl auch schon beobachten, dass Sprache sich verändert. Und ich sehe dann immer sozusagen in der tagtäglichen Arbeit, wie schnell das einfach auch bei den Kindern ankommt. Und weil natürlich Kinder, man muss sie sozusagen nicht instruieren, sondern sehr häufig machen sie etwas nach oder sie sprechen etwas nach, was sie hören in ihrem tagtäglichen Umfeld. Und das ist manchmal schon sehr krass.
Und da reagiere ich dann zum Beispiel auch immer und sage so, okay, gut, was hat das alles mit uns zu tun? Oder Vergleiche zu ziehen, das ist jetzt aber schon ein bisschen übertrieben. Aber guckt euch doch mal an, wie ihr untereinander schon sprecht, miteinander. Guckt euch doch an, wie ihr euch teilweise schon sozusagen dann mit dem Ellbogen da eine in die Seite kloppt und nachher heißt es nur, ach, das war ja eigentlich nicht bös gemeint. Also viel, viel tiefer angesetzt, aber ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja, ich wollte jetzt ja nicht eine zu platte Parallele ziehen, aber wo wir ja vom globalen Aufschwung der radikalen und extremen Rechten sprechen und wir das Anschauungsmaterial ja in vielen Ländern haben. Ich hatte ja einige europäische schon genannt. Das gilt ja auch für die USA, wo ja morgen gewählt wird, wo nach meiner Wahrnehmung, ich war jetzt auch ja ein paar Jahre da, die man erkennen kann, wie sowas anfängt, indem die Unvereinbarkeit der großen politischen Lager, sage ich jetzt einfach mal, nicht nur behauptet, sondern real gemacht wird. So. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Faschismus ist in den USA, das ist eine ganz andere Frage, ist jetzt nicht der Punkt, sondern die Frage, wie sich autoritäre Herrschaft da konsolidiert. Die europäischen Beispiele, wie gesagt, die könnt ihr euch ja im Rausgehen mitnehmen. Würdest du da auch eine Parallele sehen? Naja, wie soll ich sagen, Amerika ist anders, nicht? Das hat Goethe schon erkannt. Aber dass eben die USA sind nun mal die älteste Demokratie. Also es gibt ein großes Vertrauen darin, dass eben sozusagen diese sehr verteilten Kräfte, mit denen also Demokratie arbeitet, dass die also auch weiterhin funktionieren und dass nicht geschafft wird, wie die Tendenz im Moment ist, sozusagen alles auf eine Seite zu ziehen, nicht? Und diese Tendenzen müssen eben unbedingt aufrechterhalten werden und was du sagst, dass eben verschiedene fast am anderen Ende des Spektrums miteinander reden können, das ist irgendwie die entscheidende Sache und das ist im Moment in den USA in Gefahr, also verloren zu gehen. Wobei, wie soll ich sagen, die Stimme des Volkes sich anders also auswächst, nicht? Normalerweise zu Zwischenwahlen, also dann eben zwischen den Präsidentschaftswahlen, ist die Wahlbeteiligung extrem niedrig. Es scheint, dass also mit Trump sehr viele Leute aufgewacht sind und die Wahlbeteiligung, wie es scheint, sehr hoch sein wird. Die Briefwahl hat also schon 23 Millionen Leute haben sich also schon sozusagen ihre Stimme abgegeben. Und dass eben ein entscheidendes Moment ist, dass man die Leute dazu auffordert, eben Stellung zu nehmen und sozusagen ihre Demokratie zu verteidigen, unter anderem also auf vielen Ebenen. Nicht? Und die Wahl ist also eine, der Dialog ist eine andere Möglichkeit und die Erziehung der Jugendlichen ist eben sehr, sehr wichtig. Und die Generationenfrage, also das ist, was mich dann immer so an dieser Diskussion wundert, nicht? Also dass eben diese Schlussstrichdebatte, nicht? Es ist auch so, als wenn man sagt, also irgendwie, wir müssen darüber nicht mehr diskutieren. Man kann halten vom Ersten Weltkrieg, was man will. Er hat nun mal stattgefunden und zu sagen, er hat nicht stattgefunden, ist einfach verrückt. Und das ist dasselbe mit Holocaust und Antisemitismus. Wir reden nicht mehr darüber, dass man es auch eben so in der Lage ist, also zu charakterisieren. Es ist nicht mehr die Debatte irgendwie ein politisches Argument, sondern es ist und das also offensiv anzugehen. Das ist also eines der Versäumnisse auch der Demokraten für lange Zeit in den USA gewesen,
eben wenn die andere Seite eben sehr offensiv argumentiert, muss man auch sehr offensiv argumentieren und nicht davor zurückscheuen und zu sagen, also wir sind so nobel und wir werden uns nicht auf diese Schmutzdebatte einlassen, nicht? Also Öffentlichkeit, das ist irgendwie, und ja, wie kann man sozusagen bessere Öffentlichkeit herstellen, nicht? Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage hierbei, nicht? Und wie eben dann sozusagen der Vergleich vor 80 Jahren, wo Öffentlichkeit abgeschafft worden ist, nicht? Es gab keine Öffentlichkeit mehr, es gab keine Medien mehr. Ironischerweise das einzige Medium, was noch funktioniert hat, war der jüdische Nachrichtendienst, ja. Nicht? Aber dann, und das war immer auch sozusagen die Frage, die wir uns am Anfang unseres Projektes gestellt haben. Was wussten Leute? Nennst du das Projekt noch kurz? Also das ist, da liegen also die Flyers außen. Das Leo-Baeck-Institut hat ein Projekt gemacht über vor 80 Jahren, 1938, einen Gesamtüberblick über das ganze Jahr, wie sich das Tag für Tag also entwickelt hat. Deshalb eben auch sozusagen tiefere Einsicht in die Dynamik des ganzen Jahres. Und eben die Frage war, was wussten die Leute? Nicht? Und das ist ja auch immer hier die Frage, worüber wissen Leute Bescheid? Was hätten Leute wissen können, wenn sie sich besser informiert hätten? Und wir können uns heute viel besser informieren, als das je der Fall war. Nicht? Und vor allen Dingen, was könnten Leute nicht wissen? Nicht? Und dass man auch nicht so tut, als wüsste man schon was. Nicht? Das ist natürlich auch dann, also auch eine Spezialität der Rechten irgendwie, die dann irgendwie sagen, also wir wissen, wo es lang geht. Nicht? Das war ja auch der große Appell und das ist im Moment auch, wo sozusagen behauptet wird, man wisse, wo es lang geht. Nicht? Und es ist alles Rhetorik und es ist alles leere Phrasen und das ist die Gefahr. Nicht? Ja, und dass die immer vom Schluss den Schlussstrich fordern, gleichzeitig aber auch die sind, die dann davon reden, dass der Nationalsozialismus nur ein Vogelschiss der Geschichte sei oder dass die Erinnerung daran ein Mahnmal der Schande und so weiter, also das ist, gehört das ja ist, auch zusammen. Das, ne? Ist nicht mal witzig, nicht? Also. Nee, das hast du so gut beschrieben. Sie bemühen sich um Ironie, aber es ist nie witzig. Darum ist das umgekehrt schon besser. Ich glaube, ein bisschen über sie lustig machen muss man sich schon, so ernst das auch ist. Und sei es nur, weil es sie trifft. Wir sind hier jetzt ziemlich organisch am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Frank Mecklenburg, Petra Pau und Sandra Wachtel. Und ich möchte mich bedanken bei Ihnen und bei euch fürs Kommen. Einige von uns bleiben noch hier. Da ist jetzt der jüdische Zukunftskongress, fängt jetzt um 7 Uhr an. Deswegen weiß ich, dass Petra auf jeden Fall und Frank jetzt gleich los müssen, aber ich werde noch einen Moment da sein, ein paar andere sicherlich auch und es sind da auch noch Getränke, also man kann sich hier gerne noch einen Moment aufhalten und weiterreden oder uns Fragen stellen oder ins Gespräch kommen. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönen Abend noch.